Hi, wir sind Evie und Rob. Hallo. Jetzt ist es endlich soweit. Wir zeigen euch heute mal, was wir alles mit in Urlaub nehmen. Und so ein paar coole Gadgets sind auch noch dabei. Genau, und das seht ihr jetzt alles nach dem Intro. Los geht's. Okay. Ja. Für unsere große Reise nehmen wir immer unsere Textilklamotten mit. Also ich reise immer mit Textilklamotten, weil es für mich immer am bequemsten ist. Und Ivy hat immer so eine Kombination aus Textilklamotten und Hose. Ja? Lederhose. Ja, genau. Und auch wenn es immer heiß ist, wir haben immer unsere Multifunktionsschlauchschal. Genau, also ist einfach so, weil man gemerkt hat, wenn die dran sind und es knallt mal so eine Biene dagegen, hatte ich jetzt aus der letzten. Ja, das ist dann einfach schön hier geschützt, weil ansonsten die stechen gleich durch und dann hat man der Käse. Ja. Wir haben auch immer unsere Multifunktionsklamotten dabei. Die Regenkombi? Nein, die Multifunktionsklamotten. Zusätzlich haben wir noch unsere Thermosachen dabei, also gerade wenn es kälter wird, haben wir noch so Vanucci-Kompletteinteiler. Ne, sind gar nicht Einteiler, es ist einfach so eine Jacke und eine Hose. Und wir haben dann noch unsere Regenkombis immer mit dabei. Und auch als kleiner Tipp von uns, immer so einen Zweiteiler nehmen, das kommt noch, immer einen Zweiteiler nehmen, weil gerade die Frauen, wenn die mal auf Toilette müssen, dann geht das einfach schneller, ja. Jacke auf, Hose runter. Ja, und man kann auch mal nur die Jacke anziehen, wenn es ein bisschen kalt wird, genau. Dass man nicht immer gleich alles. So, quasi so Spülmittel, Spülhandschuhe, gell? So Spülhandschuhe. Spülmittel. Ja, Spülmittelhandschuhe, würde ich sagen. Die quasi gegen den Regen, weil ja egal wie die Hersteller sagen, wie gut und wasserdicht ihre Handschuhe sind, das stimmt irgendwie nie. Also keine Ahnung, wie viel man zahlen müsste, damit das auch wirklich stimmt. Ja. Aber das stimmt nie. Deswegen hier für 2-3 Euro und die kann man überall nachkaufen. Die passen und man hat immer trockene Hände. Ja, und die über die Sommerhandschuhe. Also genau. So leichte Handschuhe und dann die drüber. Und am besten so in Größe XXL. Mhm. Oder mit den Handschuhen direkt im Baumarkt gehen und so etwas direkt anprobieren vor Ort. Ja. Dann haben wir noch für die kälteren Tage so eine Heizwäsche. Die zieht man einfach an, drückt das Knöpfchen, stempelt die an so eine Powerbank und dann wird es schon warm. Die Nieren und so immer schön geschützt. Und das taugt, da muss man nicht 1000 Pullis noch mitnehmen, sondern einfach nur die Wäsche schön dran. Ja. Und die kann man auch in 3 Stufen einstellen. Ja. Und dann sollte das eigentlich auch reichen. Und die ist wirklich schön hautanliegend. Und ja, es spart einfach 10 Pullis. Was? Ich gehe schon mal so gerne ins Detail. Ja, los. Die hat auch noch 2000 rechts und links. Da kann man dann jeweils noch die Hände so rein. Und 2 große Löcher, wo man jeweils den rechten und den linken Arm so ziehen kann. Oh, ja. So, ich fahre auf der GSR 57 auf dem Naked Bike die Hauptschalenkoffer von Hepco und Becker. Ich glaube, da geht 35 Liter oder 40 Liter rein. Ich blende es unten ein. Ivy fährt auf ihre GSX-S, zeig mal. Ich habe Hepco und Becker und die Orbit. Genau, und da passt auch, ich weiß nicht, wie viel rein. Blend mal auch unten rein. Mit Tasche. Genau, bei ihr ist noch so eine Tasche dazu. Ist zwar von der Anschaffung her ein bisschen teurer. Aber für diejenigen, die wirklich oft Urlaub machen und auch weit weg fahren, für die lohnt es sich auf jeden Fall. Dann haben wir noch zusätzlich eine Gepäckrolle. Ja, noch und eine von Louis. Ja, als Überbleibsel, die kommt dann auch noch weg. Und die andere haben wir uns jetzt neu geholt von Touratech. Yeah. Da kommt alles rein und die sollten auch reichen für unterwegs. Genau, ich habe noch so einen kleinen Tankrucksack von Chef. Kann man ganz leicht befestigen auf dem Tankdeckel und da ist das Nötigste drin, was man so unterwegs braucht, Papiere und Handy und sowas. Alles für den schnellen Zugriff. Ja. Und das System funktioniert mit dem Pinlock-System und genau dasselbe habe ich auch verwendet und zwar für meine Multimedia-Kisten. So, ich habe mir auch hier dieses Pinlock-System quasi von dem her abgeklaut und damit befestige ich das alles am Tankrucksack. Also für die Technik-Nerds wie mich. Ich habe hier so ein Komplettsystem, da habe ich hier meine Kamera drinnen und nachher noch unten drunter die Drohne. Und das ist nachher halt alles wasserdicht und lässt sich gut verstauen. Und immer wenn man es mal schnell braucht, kann man es sich einfach schnell rausholen. Also zur Befestigung haben wir uns so Rockstraps geholt. Wir hatten davor auch so diese normalen Spanngurte mit diesen Metallklammern.
Aber die haben uns da die Seiten aufgeschürft, aufgerissen. Ja, ja. Und wirklich gehalten haben die auch nie. Und die haben jetzt auf beiden Seiten schon so eine Schlaufe. Da sucht man sich einfach so ein passendes Stück und kann es dann festziehen. Und das hier ist auch noch so elastisch, also das ist optimal. Mit denen machen wir dann die Rollen fest. Und die Spanngurte, muss man sagen, die haben sich ausgeleiert. Mitten ja, im ja, Urlaub haben die sich ausgeleiert und ja. Dann haben diese Maße nicht mehr gestimmt. Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, das ist ja auch perfekt. Also Thema Küche, wir haben einmal für zwei Personen so ein Set mit Kochtöpfen und Schüsseln drin und Besteck. Dann natürlich Dosenöffner, ganz wichtig, braucht man immer. Dann ein bisschen so ein Brett zum Schneiden, Messer und so, klar. Der hier ist auch ganz wichtig, Gaskocherkartusche, Aufstellding her. Und da haben wir ja mit Gewinde. Ja, das ist ja genau mit Gewinde, weil die anderen sind zum Stechen, die kann man nicht so oft wiederverwenden. Ja, kannst nur einmal. Also wenn es gestochen ist, dann hängt es drin. Deswegen haben wir den hier mit dem Gewinde. Ja. Und das ist eigentlich gut, kann man wieder schön aufräumen. Und genau. Dann passt. Oh ja, genau, ganz wichtig. Hier diese kleinen Flaschen. Guckt, dass ihr irgendwie so kleine Flaschen holt oder füllt es euch irgendwie ab, weil alles, was Mini ist, wie Duschgel und sonstiges, kostet gleich mal viel, viel mehr als die normalen großen. Dann unsere Campingspüle, damit kann man Geschirr abwaschen oder uns selber ein bisschen waschen und was man halt braucht. So eine Schüssel braucht man immer. Ja, die ist haltbar, die ist eigentlich recht gut und nimmt wenig Platz weg. Ja? Mhm. Einmal zum Abspülen, klar. Ja, die Spülse. Spülmittel und warm und komisch. Unser Gewürzding ist jetzt nicht da. Das ja, genau, die Gewürze haben wir noch. Also da haben wir unsere vierfach Gewürze drin. Salz, Paprika, was man immer so braucht. Ja, und unser Kühlschrank. Ganz wichtig. Das ist, ja, einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Liter das waren, aber da kommt immer so das rein, was man halt kühl halten muss. Genau. Das ist auch einigermaßen in den Koffern, auch wenn es warm ist draußen, hält es einigermaßen lange kühl. Ja, also man muss sagen, der hier ist bei mir drinnen. Der passt genau da rein, also im Koffer drinnen und dann machen wir einfach auch immer die Tageseinkäufe und so. Gell? Mhm. Genau, also wir haben uns mal so eine Mehrfachpackung von solchen kleinen Täschchen geholt. Die gibt es in verschiedenen Größen und man kann immer alles schön sortieren, was dann so zusammengehört. Das ist immer ganz praktisch. Da haben wir Küchentüte und das ist besser, wie wenn alle Einzelteile so rumfliegen. Also das ist auch noch als... Eier. Zeba. Braucht man immer für alles. Wir haben immer solche Handtücher, genau Mikrofaser, und die nehmen super das Wasser eigentlich auf und trocknet eigentlich auch wieder ganz schnell, gell? Ja, die kann man so ausringen und dann geht's gleich weiter. Ja, also die Dinger sind echt Gold wert und die nehmen nicht viel Platz weg. Dann das hier sind deine Favoriten. Da kommen immer Bodylotion, so ein Duschgel. Ja. Und die haben auch so Saugnäpfe. Ja. Also wenn man dann irgendwo keine Ablagefläche hat, kann man diese dran und dann. Das ist perfekt. Ja. Und das ist eigentlich auch wieder so, wenn man es jetzt im Drogeriemarkt kauft, diese kleinen Deo-Fläschchen oder Bodylotions oder Duschgel. Ja. Das ist saumäßig teuer. Und das ist halt Silikon, die kann man auswaschen und immer wieder verwenden. Ja. Also das ist toll, ja. Genau, dann hier. Einmal Ohrstöpsel, die braucht man immer. Das ist wirklich wichtig. Also gerade wenn man Autobahn fährt, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, hat man immer die Windgeräusche und dann schnell die Stöpsel rein und das ist gut. Und zusätzlich auf dem Campingplatz, wenn jemand ganz laut schnarcht, dann sind die Dinger immer auch sehr goldwert. Sehr goldwert. Sehr goldwert. Und wenn der Partner mal nervt, dann hier Thomapyrin. Das Ibuprofen. Ja. Thomapyrin. Du hast Aspirin gesagt. Nein. Doch. Dann hier Thomapyrin. Dann hier Thomapyrin. Hast du Aspirin gesagt? Können wir testen. Aspirin. Dann. Und genauso haben wir Grundsätzliches dabei wie Shampoo, Duschgel, Zahnbürsten und Zahncreme. Mechanica. So, Warnwesten sind bei uns immer dabei, die kann man gut verstauen und in sehr, sehr vielen Ländern sind die ein Muss. Klebeband, Panzertape. Panzertape sind eigentlich immer ein Must-Have, genauso wie Kabelbinder. Also die braucht man immer wieder, deswegen immer dabei. Einmal ein kleines Werkzeug mit Imbus und Schraubenzieher, alles drum und dran. Gerade wenn man zum Beispiel mal die Kette spannen muss, optimal. Seitenständerunterlage.
zweimal, weil man weiß nie, wie der Untergrund ist. Also gerade auf Campingplätzen ist das so oft nur sandig, nicht mal mehr Gras drüber. Und dann versinkt einfach das Moped ein, wenn es auch mal regnet, dann wird einfach der Boden zu weich. Dann das Wichtigste überhaupt. Blitzi. Genau. Also mit der Blitzi, das ist super. Das erspart einem die große Glasreiniger für unterwegs. Ja, weil sobald man losfährt, ist es für sie noch sauber. Direkt hat man so 5 Mucken drauf. Also da kann man nachfüllen. Da kann man auch einfach nur mit Wasser. Das muss nicht immer das sein. Und dann hat man die Sprühflasche dabei und Mikrofaser. Und das kann man auch waschen. Das ist toll. Ja. Ja, der Blitzi. Dann haben wir immer noch einmal Erste-Hilfe-Set. Ich weiß gar nicht, ob das eine Pflicht ist in irgendeinem Land für die Mopeds. Ja, bestimmt. Bestimmt, kann sein. Wenn nicht, also das ist so klein, das kostet 5 Euro, das kann man immer dabei haben. Kettenspray, das braucht man immer wieder, gerade wenn man so Touren von 3, 4, 5, 6.000 Kilometer hat. Und man sollte ja so, naja, nach jedem Regen eigentlich und circa nach 1.000 Kilometer die Kette einsprühen. Also das ist ganz wichtig. Dann haben wir noch einmal unser Reifenpannenset, eigentlich zweimal pro Motorrad ein Reifenpannenset. Und ja, sollte es mal wirklich zum Notfall kommen, hätte man jetzt alles dabei und müsste nicht irgendwie auf die Pannenhilfe warten. Also wenn es vielleicht mal schneller geht, und damit geht es eigentlich recht gut. Wir haben es selber noch nicht ausprobiert, aber hoffentlich verzögert nichts. Wer weiß, ja. Wie ist es? Brems? Bremsschluss. Ja, genau. Bremsscheibenschloss haben wir noch immer mit dabei und ja, die meiste Zeit machen wir das eigentlich gar nicht dran, aber wenn wir irgendwo mal auf Campingplätzen sind und da sind wir uns ein bisschen unsicher, kommt es einfach ran, das leuchtet ja auch schön gelb und mit dem hier sehen die Leute auch meistens direkt, das ist abgesichert, da gehen wir jetzt erstmal gar nicht dran. Ja, wir vergessen es nicht wegmachen. Ja, das sowieso, dafür ist es eigentlich in erster Linie auch gedacht und zur Abschreckung. Also was wir immer dabei haben unterwegs, ist eine Kreditkarte. Braucht man eigentlich überall und es ist einfacher. Man hat immer einen Überblick, was man schon ausgegeben hat. Ja, und die Gebühren entfallen. Bei der EC-Karte hatten wir in Irland bei jeder Abbuchung knapp 5 Euro Gebühren. Aber das auch nicht bei jeder Kreditkarte. Also man muss sich eine aussuchen, wo man halt auch gratis Ausland und so benutzen kann. Ja. Und nicht damit einfach nur shoppen gehen, ja? Dann zusätzlich die grüne Karte, ganz wichtig, also in manchen Ländern ist es immer noch Pflicht und Fahrzeugschein, Ausweis, Krankenkassenkarte, Standard. Das Standardzeugs. Und Geld. Und das könnt ihr euch auch in so einer, ja, wie so eine kleine Tupperware reinstellen oder so etwas und dann bleibt es auch immer vor Regen geschützt. Das stimmt. Ja. Ja. Also wir haben immer unsere Actionkamera dabei, die filmt uns gerade, deswegen ist der Dummy jetzt hier mal nur als Beispiel gedacht. Also Actionkamera muss immer dabei sein, genauso wie die Drohne. Da will man jedes Mal immer schöne Fotos machen und man versucht immer krampfhaft irgendwo das Handy zu platzieren. Und ja, das missglückt meistens. Deswegen so ein Dreibeiner oder Gorilla-Pod, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da kann man das Handy einklemmen und dann kann man das auch irgendwie am Baum befestigen, am Zaun oder sonstiges. Und dann hat man meistens gute Selfies. Dann unsere Handyhalterungen. Wir haben so Systeme, die immer geschlossen sind. Weil meistens, wenn es dann regnet und das Handy ist nicht wasserabweisend oder wasserdicht, dann sollte man spätestens so eins haben. Kabel für ganze Technik könnt ihr mal schauen, es gibt so Systeme, das sind so quasi 3 in 1, glaube ich auch mit 5 in 1 oder weiß ich nicht alles. Und ja, was haben wir hier, USB-C, iPhone und sonstige Kabel, also die heißen alle. Und ja, die nehmen dann nicht so viel Platz weg und die kosten auch nicht so die Welt. Powerbanks, da kann man eigentlich nie genug haben. Und um die Powerbanks aufzuladen, haben wir am Motorrad, an beiden Motorrädern immer USB-Anschlüsse gemacht. Also wir haben nicht mehr diese Zigarettenanzünder-Anschlüsse gemacht, oder wie die heißen. Also wir sind gleich auf USB gegangen. Und wenn wir jetzt mal irgendwo stehen auf dem Campingplatz und dann können wir ja quasi nicht die Mopeds durchgehend laufen lassen. Kann man nicht. Dann holen wir uns halt hier so etwas. So ein Sonnenenergie. So
Solar, glaube ich. Solarenergie, Sonnendingens, keine Ahnung wie. Naja, auf jeden Fall kann man hier seine ganzen Geräte anschließen, Handy, sonstiges oder Powerbanks den ganzen Tag überladen. Und dann hat man die Powerbanks, wenn man sie mal braucht. Ja. So, wir haben keine externe Festplatten oder so etwas dabei. Wir nehmen uns einfach immer ganz viele, Speicherkarten. Also lieber so eine große Speicherkarte mitnehmen. Bei unserer Osmo Action passen 256 GB Speicherkarte rein. Wenn man dann zwei, drei davon hat, die nehmen wirklich keinen Platz weg und kosten auch nicht mal die Welt. Also nicht mal wie früher externe Festplatten, so große Klumpen dabei. Das ist erledigt. Dann unsere Befestigungsplastik. Ja, Befestigungsplastik. Also unsere Action Cams Befestigungsplastik-Dinger. Mit Schrauben. Also die gehen auch immer sehr oft kaputt, deswegen immer so eine Handvoll von dem ganzen Zeugs mit dabei haben, weil es nur so Plastikgedöns geht sehr oft kaputt. Mhm. Dann wer auch so wie wir mega geile Videos macht, ND-Filter immer dabei, nehmen zwar viel Platz weg, aber die Aufnahmen sehen halt mega aus. Dann hier so einmal Schutzfolie. Das ist immer ganz wichtig, weil es ist also so Schutzfolie für die Actioncam, weil die Steinschläge, wenn man die einmal dagegen bekommt, dann ist das Display gleich kaputt oder die Linse und das kriegt man nicht an jeder Ecke, also so viele wie nur möglich dabei haben. Akkus für die Actioncams, genauso wie für eure, weiß nicht, Fotoapparaten oder egal was, nehmt so viele Akkus mit, wie es nur geht. Digitalkameras hat kein Mensch mehr, Schatzi. Polaroid. Ja, oder Polaroid, genau, da kann man auch noch den Film rein. Oder ja, so ein Kodak 36 Film oder 8 Spur. Oh ja. Ja, genau. Oh, so ein Gerichtszeichner, die können auch immer so schnell erstmal. Dann haben wir noch immer so Vakuumbeutel. Da kann man die dreckige Wäsche reinmachen oder Kissen, wenn man noch welche mitnimmt. Und die kann man dann gut platzsparend da reinmachen. Und die Kissen. Also die sind ganz wichtig. Was habe ich gerade gesagt? Nein, du hast ja die Wäsche gesagt. Ja, und dann die Kissen. Und die Kissen, wenn man welche mitnimmt. Kann man die dreckige Wäsche reinmachen oder Kissen, wenn man noch welche mitnimmt. Kissen, wenn man noch welche mitnimmt. Kissen, wenn man noch welche mitnimmt. Ersatzschlüssel. Tatsächlich verliert immer die Schlüssel. Also ganz wichtig. Müllbeutel haben wir auch noch immer dabei. Aber auf dem Camping braucht man, hat man immer irgendwie Müll, ob Dosen oder Flaschen oder irgendwas, und dann kann man es immer gleich entsorgen. Und was auch noch gut ist, so Gefrierbeutel, wenn man Essen übrig hat oder sich irgendwie ein Fest berichtet, die sind auch noch dabei. Und ganz wichtig, die Butterdose. Butterdose. Unbedingt eine Tupperdose, wo die Butter reinpasst. So, das war jetzt mal unsere Top Gadgets, die wir immer dabei haben. Und wie wir. Nein. Sag gut. Genau, das war jetzt mal so alles, was wir immer dabei haben. Bis jetzt sind wir immer ganz gut damit zurechtgekommen. Sollen wir ein paar Sachen verlinken? Oder? Ja, wir machen alles mal, die ganzen Links in die Videobeschreibung unten rein. Klickt da einfach mal drauf und dann seht ihr, was wir alles immer mitnehmen. Ja. Und das war's, oder? Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare, oder wenn ihr noch irgendwelche eigenen Gadgets habt, die jetzt bei uns noch fehlen und die wir unbedingt brauchen. Dann auch schnell in die Kommentare rein. Wir lesen alles wieder durch. Ja. Und ja, ansonsten sieht man sich im Urlaub. Genau, oh ja, im Sommerurlaub. Ciao. Cheers.